Eine wichtige Eigenschaft menschlicher Handlung besteht darin, dass zwischen den einzelnen Handlungsschritten, die man durchführt, immer wieder eine Rückkopplung stattfindet. Eine Rückkopplung dahingehend, dass man überlegt und abgleicht, bin ich meinem Ziel jetzt näher gekommen, bin ich vielleicht schon bei meinem Ziel angekommen oder entferne ich mich sogar von meinem Ziel. Ein einfaches motorisches Beispiel wäre das Hineinschlagen eines Nagels in eine Wand, um daran ein Bild aufzuhängen. Wenn Sie da zwischendurch mit dem Hammer auf den Nagel draufhauen, dann überprüfen Sie zwischendurch ja auch immer wieder, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind. Bleibt der Nagel gerade? Ist der Nagel schon weit genug in der Wand verschwunden? Oder vielleicht zu weit? Oder ist der Nagel krumm geschlagen, sodass Sie wieder von vorne anfangen müssen? Ne? Also Sie haben also immer wieder Rückkopplungen da drin. Und je nachdem, was bei diesen Rückkopplungen, bei diesen Abgleichen dabei herauskommt, verändern Sie gegebenenfalls Ihren Handlungsplan oder verändern Ihre Motorik oder auf welcher Ebene auch immer dann Korrekturen vorgenommen werden. Ein einfaches Modell, das diese Rückkopplung ganz gut darstellt, ist das Modell der zyklischen Einheit. Es gibt ja verschiedene Modelle. Zyklische Einheit heißt im Grunde genommen nichts anderes, als dass jede Handlung daran besteht, dass ich ein Ziel habe und mehrere sogenannte Transformationen durchführe, also Veränderungen an der Umwelt mit dem Zweck, das Ziel zu erreichen. Die Idee ist dabei, dass so alle Handlungen oder alle Transformationen, alle einzelnen Handlungsschritte, die zum selben Ziel gehören, zu einer zyklischen Einheit, also zu einer Handlung zusammengefasst werden können. Man stellt sich dann vor, dass man die Transformationen zuerst gedanklich vorwegnimmt. Das wäre dann hier zum Beispiel durch die gebogenen Pfeile abgebildet und dann auch tatsächlich ausführt. Das wäre dann hier durch die geraden Pfeile abgebildet. Und in diesem Beispiel würden Sie nach der dritten Transformation eine Rückkopplung mit dem gewünschten Zielzustand vornehmen. Und wenn das Ziel und der Zielzustand erreicht ist, die Handlung entsprechend abschließen, sodass Sie zur nächsten Handlung übergehen können.